Hey Leute, ich bin's Conny und heute schauen wir uns das neue Pet Simulator 99 Update an. Alles was neu ist und los geht's. Alles klar. Die Update-Logs sagen, es gibt 8 neue Areas, 31 neue New Haustiere, 8 neue Eggs, 2 neue... Was ist das? Rank Up Master, dankeschön. Aber, es geht weiter, okay. 2 neue Ranks, wissen wir schon. Es gibt jetzt Rank 9 und Rank A, 9 und Rank 10. 4 neue Upgrades. Nur 4 neue Upgrades? Achso, ja, für die Areas, diese Upgrades. Okay, 5 neue Shiny Relics sind dann versteckt in den neuen Areas. Das Garden Minigame haben wir uns schon angeguckt auf der Webseite. Die Rare Enchant Maschinen, Charmstone Item, Huge Party, Clan Banners, was ich ein bisschen wack finde, aber vielleicht ist es doch besser, als ich dachte, werden wir uns angucken. Lore Master, damit man gucken kann, wo man Pets herbekommen kann. Auctions gibt's jetzt endlich, das bedeutet, es gibt auch wieder den Recent Auction Price. Pro Trading Plaza, Ultimate Pack, was ich nicht kaufen werde, das sah ziemlich wack aus. Neue Merch, Bugfixes and more, alles klar. Ich sag jetzt erstmal meinen Pets, dass sie hier nicht mehr farmen müssen, sondern wir kaufen uns die nächste Area frei für nur 4000. Ich dachte, 100.000 müsste ich ausgeben. Aber es geht direkt weiter in die nächste Area. Hier sind wir mal im Häuschen drin, gönnen uns dann natürlich ein Rare Enchant. Es war Coins of Epic, alles klar. Man kann auch nur eins kaufen, okay, interessant. Hier kaufen wir uns dann das nächste, das hier wären dann 100.000. Und hier können wir uns gleich Pet Damage dazu kaufen. So, dann haben wir hier auch schon die Früchtemaschine. Area 53 kostet jetzt schon 2 Millionen Platinbarren. Alles klar, aber ja, dann farmen wir die mal zusammen. Hier sollte man auf jeden Fall schneller farmen können. So, wie sieht das aus? Alles klar, okay, 244 Bananen bringen gerade mal 12 Früchte. Okay, das ist echt nicht viel. Das ist echt nicht viel, aber man kann halt die Früchte hergeben, die man nicht braucht. Tasty Snack for your Pets increases Pet Damage. Boost Coins. Das hier brauche ich und ja, keine Ahnung, ich mache einfach, weil ich es kann. Aber das kostet dann auch noch Gems. Also wenn man wirklich an irgendeiner Frucht kein Interesse hat, kann man die dann da reinballern, um eine Rainbow-Frucht rauszubekommen, was sich natürlich dann auch lohnen kann. Meine Pets sollen hier jetzt auf jeden Fall mal farmen. Ich hau mir jetzt auf jeden Fall den Damage Potion rein und noch einen Coins Potion, damit ich ein bisschen schneller farmen kann. Dann hätte ich auch gerne noch Schatzjäger, weil warum auch nicht. Und dann habe ich auch schon genug, um die nächste Area freizuschalten. So. Oh, hier kostet es einfach schon 15 Millionen Platinbarren. Alles klar, dann gehen meine Pets hier mal farmen. Wir gucken weiter. So, hier gibt es jetzt Tap Damage. Tap Damage ist immer gut, kostet auch nur 8000 Gems. Und was habe ich hier? Rang 9, Master. 900 Breakables in der besten Area. Ich glaube, die Rank-Sachen, die werde ich erst dann machen, wenn es einen neuen Rebirth gibt. Aber es gibt keinen dritten Rebirth. Weil den dritten Rebirth, den erwarte ich ja erst in Area 75. Oh mein Gott. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht so smart gewesen, dass ich jetzt neue Areas freigeschaltet habe, weil ich jetzt den Rang nicht so schnell aufsteige. Oh. Na gut, wir gehen mal kurz hatchen. Wir hatchen 2 Rare-Fragezeichen-Haustiere. Okay, ich muss 2 Rare-Fragezeichen-Fragezeichen-Haustiere hatchen. Dann machen wir das einfach mal. Ach so, lol. Lol. Alles klar, als ob die Rarities jetzt so aufgeteilt sind. Gut, dann hauen wir uns einfach doch nochmal hier statt Schatzjäger das Luckbuch rein, Lucky Eggs. Dann hauen wir uns sowieso alle möglichen Früchte rein, damit die Pets ein bisschen was machen. Und einen Lucky Potion. So, dann hatchen wir einfach mal ein bisschen. So viel, wie wir können. Und dann schauen wir mal, wie stark die Pets sind, die ich jetzt hier. Red Panda sah schon mal gut aus. Kitsune? Ja, 54%. Schade, ich finde ihn eigentlich voll cool. Kitsune ist 54%. Der Red Panda, sagt er immer nett. Ja, der hat 18%. Okay. Spam einfach TNT. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Wenn ich nicht weiterkomme, kann ich TNT spammen. Es gibt viele Möglichkeiten, schnell weiterzukommen. Ich beanspruche erstmal und gucke mir erstmal, was es hier alles gibt. Diamonds 5 kann man bekommen, wenn man Rang 9 hat. Rang 9 hat auch 38 einzelne Stufen. Das wird eine Weile dauern, bis ich Rang 9 durch habe. Was ist das? Insta Plant Capture. Capsule? 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 Wie spricht man das aus? Das kriegen wir dann im Garden-Minigame, das glaube ich in der nächsten Area zu finden sein wird. Ja, das da sieht aus, als ob es da zum Garden-Minigame geht. Aber dass mir hier nicht schnell genug vorangeht, spam ich glaube ich einmal TNT. Was heißt spam? Ich mache nur einmal eine TNT-Crate. Blub. Bam, 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 bam. Alter, 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 guckt euch das an. TNT ist so overpowered, man cleart die Area direkt und es geht einfach weiter. Es geht einfach weiter. Area geklärt, nächste Area. Ja gut, dann spamme ich nochmal TNT. Bam, 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 bam. 11, 12, 15, 24, 28, 30, 31, 31, 35, 94. Ja, nächste Area schon längst freigeschaltet. Als ob das so krank ist. Ey, das war doch beim letzten Mal nicht so. Wurde TNT gebufft? Ich kaufe mir auf jeden Fall hier vom Merchant alles, was ich kaufen kann, weil ich will ihn auf die höchste Stufe holen. Und wir gucken uns das Garden-Minigame an, sobald meine Pets
für mich die letzte Area freigeschaltet haben. Na gut, wir gucken uns einmal das Garden-Minigame an. Die Sachen haben auf jeden Fall Outlines. Wir haben hier so ein Ding. Ich kann Pflanzen gießen. Alter, teuer. Okay, dann packe ich hier einfach mal ein paar Seeds rein. Kann ich gießen? Gießen. Pflanze gießen. Ja. Ja, kaufe ich mir das hier. Hau ich auch nochmal ein Potion Plant Seed rein. Da können Potions draus wachsen. Und hier können auch Potions draus wachsen. Aber viel mehr werde ich mir jetzt nicht kaufen, weil das ist halt echt sehr, sehr teuer. Pflanze gießen. Instaplant Capsules. Die kosten... Was kosten die? Da steht nur Use. Habe ich welche? Ich weiß es nicht. Keine Risiken eingehen. Ach komm, die hatte ich auch schon alle. Lol. Hätte ich mir gar nicht so viel kaufen müssen, weil ich hatte einfach schon diese Beete. Pflanze gießen. Ja, und in einer Stunde sind die Pflanzen fertig und dann kriegt man da ein paar Potions raus. Ich weiß nicht, wie gut die Potions sind, aber wir werden es in einer Stunde erfahren. So, du hast welche. Ja, gehe ich mal von aus. Sonst würde es da ja nicht so stehen. So, Pets, jetzt farmt ihr mal ein bisschen. Ihr wollt nicht farmen? Na gut, wir hauen nochmal eine TNT-Crate raus. Wenn es sein muss, wird das ganze Gebiet weggesprengt und ich krieg einfach alles. Guckt euch das an, wie die Zahl hochgeht. Wie die Zahl hochgeht. Einfach 100 Millionen, 139 Millionen Platinbarren. Oder wie heißen diese Areas? Emerald Coins sind es inzwischen. Ey, mein Clan, Club Based. So, meine Pets farmen jetzt erstmal hier. Also wir können tatsächlich unser Clan-Banner sehen mit dem Clan-Tag 187. Und wir können uns hier Petspeed holen. Tatsächlich gar nicht so schlecht, Petspeed, weil die Pets standardmäßig gar nicht so overpowered schnell sind wie in den anderen Pet-Simulator-Spielen. Leute, man kann hier bis nach hinten gehen. Hallo, Haus, ist da jemand da? Hallo? Entschuldigen Sie. Warum kann man bis nach hier hinten gehen? Das kann man sonst nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwann vielleicht nochmal irgendwas kommt. Vor allem dieser schwebende Baum, der gefällt mir. Ja, aber mal gucken. Du hast welche beim Rank-Up bekommen. Ach so, danke, war Let's Play. Komm, ich hau euch nochmal eine TNT-Crate raus. Genau dafür habe ich mir die aufgespart. Ich habe sie aufgespart für solche Momente, in denen ich sie brauche. Und das ist ein Moment, wo ich sie brauche. Guckt euch das an. Alles wird weggesprengt, außer das Ding hier. Das kriegen wir eh nicht weg. So, und ich habe sogar fast mit einer TNT-Crate wieder alles weggemacht. Was bringt normales TNT? Auch normales TNT ist insane. Als ob. Gut, blub. Weiter geht's. Das wurde sowas von gebufft, das sage ich euch. So, hier ist dann die Burg mit dem Number One Clan, der natürlich dem Pet Simulator Admin Nummer 1 gehört, der immer in den Update-Videos zu sehen ist. So, und dann hau ich mal einfach normale TNTs raus, weil von denen habe ich ja noch mehr. Bam. Ah, obwohl, hier verlieren sie langsam an ihrer Stärke. Die machen nicht alles direkt weg. So, aber es geht eigentlich schon voran. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal neue Pets farmen, weil wir gucken hier mal auf meine Pets. Die Pets sind sehr viel besser als die Cyborg Dominusse. Aber es geht ja noch besser. Und zwar, indem ich mich einfach nochmal zum Spawn zurück teleportiere und nochmal das Beste ercatche. Und ich habe die Quest Break 1750 Diamond Breakables. Das können wir auch mal machen. Aber vorher gehen wir hier hin, gönnen uns das neue beste Egg und ballern durch, Leute. Bap. Warum ist Auto-Hatch bei mir nicht mehr an? Machen wir wieder an und dann hatchen wir. Oh, das ist ziemlich teuer. Habt ihr das gerade gesehen? Ich glaube, ich kann gar nicht so viel hatchen. Das war's schon. Ich kann nur noch 3 Eggs hatchen. Aber ich habe einen Royal Peacock bekommen. Nice. Gut, dann mache ich natürlich die Pets jetzt Gold und Rainbow, die ich haben kann. Flupp. Weil bessere Pets bedeutet schneller Farmen und schneller Farmen bedeutet glücklicher Conny. Flupp. Ja, das reicht dann auch schon. Dann tippe ich mich mal rüber zum Desert Pyramids. Ah, okay. Jetzt sieht man sogar, dass das die Maschine ist. Okay, die Icons sind wirklich besser. Man sieht jetzt wirklich, welche Maschine man findet und nicht einfach nur, dass da irgendeine Maschine ist. So, nochmal 44 Kitsune, Rainbow machen. Aber das war's. Viel mehr kann ich nicht Rainbow machen, also das bringt mir gar nichts, dass ich die jetzt Rainbow gemacht habe. Teleportieren wir uns runter zum Royal Kingdom und schalten dann die letzte Area frei. Blitzschnell eigentlich, nicht mal 15 Minuten im Update und schon die letzte Area. Na gut, ich habe eine große Klappe, ich bin noch nicht in der letzten Area, aber wenn ich so eine TNT-Crate raushole, bam, bam, bam. 100, 200, 300, 400, 500... 600, 700, 800. Alter, mit einer TNT-Crate 913 von den Emerald Coins. Einfach freigeschaltet. Als ob. Und hier ist direkt der Update-Counter und zum nächsten Update in einer Woche. Alles klar. So, Autofarm auf diese Area. Und dann wird hier jetzt einfach durchgeballert. Hier ist ein Castle, da kann man, glaube ich, auch nicht rein. Ne? Ja, okay. Wie findest du das Update? Ich finde das Update gut. Es bietet mir das, was ich wollte. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass es offenbar immer noch nicht den Briefkasten gibt. Der wurde in den Update-Logs nicht erwähnt. Und auch hier, Mailbox kommt bald, ist aber leider noch nicht da. Und das finde ich schade. Die Social Rewards wurden auch angehalten, wie es aussieht. Schade, aber irgendwie gibt es halt keine Social Rewards. Ich könnte mich jetzt theoretisch hier hinstellen und dann einfach selber ein paar Diamonds farmen. Während meine Pets da hinten selbstständig Coins farmen, kann ich hier selbstständig Diamonds farmen mit meinem Autotap Game Pass. Und mache damit nebenbei noch die Break 1750 Diamond Breakables Quest, die eigentlich ziemlich schnell abgeschlossen ist hiermit. Guckt euch das an. 106, 107, 108, 109.
Es geht einfach weiter. Kann man so machen. Aber ich möchte einmal gucken, ob ich wenigstens noch hier eine Flag hinbasteln kann. Ist eine Flag da? Ja, da ist eine Fortune Flag drin. Leute, ihr wisst, Fortune favors the brave, aber leider kann ich hier jetzt keine Magnet-Flagge hinmachen. Das heißt, ich muss immer selber vorbeikommen. Und irgendwer gönnt sich hier die ganze Zeit Dynamit. Ich weiß gar nicht, wofür so viel gefarmt wird. Das ist schon die letzte Area. Aber meinetwegen, farm einfach weiter mit deinem TNT. Ah, vielleicht um das Coin-Jar wegzubekommen, ne? Dann habe ich aber echt nicht viel zum Fusen, ne? Ich habe ein Shiny Exotic Rainbow Princess Dragon. Der hat 124.000 Stärke. Der ist ziemlich cool. Aber ich werde halt nichts Besseres bekommen. Ich kann gucken, wie viele Donkeys kann ich fusen. Und was kriege ich dafür? Okay, ich kann 20 Prince Donkeys fusen. Okay, dann fuse ich einfach mal 20 Prince Doggies. Aber da gibt es eine Menge Auswahl, was ich kriegen könnte. Und ich kriege einen Prince Doggy zurück. Das ist das Schlechte, was man kriegen kann. Okay. Bitte, bitte, gib mir was Gutes. Irgendwas. Ich krieg schon wieder einen Prince Donkey. Das lohnt sich ja gar nicht. Bitte. Ich hatte Pech, ich verstehe es. Noch ein Prince Donkey. Was? Gleich ist alles, was ich gehatcht habe, weg. Und? Immerhin ein Princess Dragon. Wie viele Princess Dragons kann man fusen? 4 Stück? Ah, das wird schon. Einmal einsammeln, was wir hier zu sammeln haben. Und dann gucken wir. Ja, Princess Dragons haben wir jetzt in meinem Inventar. Dann haben wir noch Prince Donkeys. Ein paar Night Beagles, Green Piggies. Und hergeben könnte ich theoretisch ein paar King Cows, ein paar Fluffy Cats. Die Pets hier könnte ich halt hergeben. Naja, und das war auch schon das ganze Video. Natürlich gibt es jetzt auch noch wieder die Auctions auf dem Trading Plaza, aber das war's auch schon. Wie hat euch das Update gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare. Klickt jetzt auf das Video, das euch hier angezeigt wird. Bis dann und ciao!